Galerie Atmosphäre in Schloss Buchenau. Geboren in Köln, studierte Borowa Philosophie und Malerei in Köln und Wien, wo er 1987 sein Doktorat erwarb. Seit 1997 werden seine Werke weltweit in Galerien, Museen und Biennalen ausgestellt. Also er philosophiert auf den Kunstwerken, das ist absolut einzigartig. Die Kunstwerke beeindrucken visuell durch diese Farbigkeit, diese intensive Farbigkeit, und sie beeindrucken auch intellektuell. Javid Borowa lebt und arbeitet in Wien. Sein Werk verbindet Kunst und Philosophie, das um Zeit, Gott und die Welt kreist. Das ist eigentlich auch mein Thema, nämlich auch die Rationalität zusammenzubringen mit der Emotionalität. Das ist nicht nur mein Thema, sondern das ist mein Bedürfnis, das ist mein Verlangen, das möchte ich. Also so möchte ich mein Leben eigentlich formen, dem beides eine ganz wichtige Rolle spielt. Seine Bilder wollen geschaut, gelesen und empfunden werden. Hierbei verwendet er eine von ihm entwickelte Metalltechnik. Es entstehen Palimpseste vom altgriechischen Palimpsestes, das Abgeschabte. Philosophie, wie sie heute betrieben wird im akademischen Betrieb, ist schon sehr rationalistisch. Die Emotionen, die früher mal in der Philosophie da gewesen sind, in der Antike, die sind, versucht man womöglich rauszuhalten, weil sie können ja unser Denken stören. Also jeder, der versucht, anfängt Philosophie zu studieren, der möchte das, der möchte die als Existenzerfahrung, die Philosophie als Existenzerfahrung erleben. Und das wird einem eigentlich aus dem Studium ausgetrieben. Und das wird einem eigentlich auch aus der akademischen Philosophie ausgetrieben. Und die Kunst ist für mich das Mittel, die Emotion wieder in die Philosophie zu bringen. Dass man es verabsolutiert, das empfinde ich für falsch, dass es also genug Philosophen gibt, die sagen, das gehört nicht zur Philosophie. Philosophie und Literatur oder Philosophie und wie ich das jetzt mache auch, bildende Kunst, das sind zwei verschiedene Sachen. Also so kann man nicht argumentieren, man kann nicht mit Kunst und Bildern argumentieren. So, das ist deren Gedankengang. Aber dadurch werden auch viele Aspekte, die auch sehr wichtig sind, herausgenommen. Und vor allen Dingen, es wird darüber hinweggesehen, dass natürlich auch rationale Gedankengänge emotional fundiert sind und ein emotionales Charisma haben. Die gibt es nicht, die sind nicht in einem emotionslosen Raum. Die Sprache, die Wörter, die Begriffe entfalten einen Assoziationsraum, in dem Emotionen immer eine Rolle spielen. Wissen ist eine Emotion, nämlich die Emotion der Gewissheit, der Sicherheit. Das Wissen wird oft eben von jeder Emotion abgetrennt. Aber ohne Gewissheit weiß ich nichts. Unser Verständnis von der Welt, vom Universum, vom All ist eigentlich, ja, das ist eine physikalische Welt. Aber eigentlich gehören zum All auch unsere Gedanken und unsere Emotionen. Deshalb heißt es ja auch All. Applaus